Auch international ist die Wahlentscheidung in Österreich mit großem Interesse verfolgt worden. Die Erleichterung ist groß. Glückwünsche kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Italien, Litauen und von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Die denkbar knappe Wahl wird aber auch als Warnung gesehen, aus der Lehren gezogen werden müssen. Die Augen der Welt sind einmal mehr auf Österreich gerichtet, ob bei der britischen BBC, Alexander van der Bellen, dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera, Alexander van der Bellen, oder dem französischen Fernsehen, das Live-Glückwünsche vom französischen Präsidenten übermittelt. Erleichterung zu sehen, dass die Österreicher Populismus und Extremismus ablehnen, twittert der französische Premierminister. Es gehe ein Seufzer der Erleichterung durch Europa, kommentiert Italiens Außenminister Paolo Gentiloni. Besonders groß ist das Interesse bei unseren Nachbarn in Deutschland. Man widmet der Wahl in Österreich sogar eine Sondersendung. Österreich ist gerade noch mal haarscharf an einem deutlichen Rechtsruck vorbeigeschrammt. Aufatmen herrscht dort vor allem bei den Großparteien SPD und CDU. Auch wenn es klapp war, fällt vielen der Stein der Erleichterung vom Herzen. Doch das starke Abschneiden des FPÖ-Kandidaten Hofer stimmt auch nachdenklich. Überall in Europa muss dieser Warnschuss gehört werden. Anerkennung für die Leistung Norbert Hofers kommt hingegen von der rechtsgerichteten Front National in Frankreich und der rechtspopulistischen deutschen AfD.